Friese und Müllers Super Delight 2020 ist dank seiner Konstruktion und Ausstattung in vielerlei Hinsicht ein E-Bike der Superlative. Es beginnt bei der Vollfederung, die für Top-Komfort in jeder Fahrsituation und auf allen Untergründen sorgt. Die Hinterbaufederung ist mit 100 und 140 mm Federweg zu haben. Vorne gibt es ebenfalls die Wahl zwischen 100 und 140 mm Federweg. Sowohl vorne als auch hinten können natürlich individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Die nächste Besonderheit ist das Antriebs- und Akkusystem. Zum Einsatz kommt der neue Bosch Performance Line Generation 4 Antrieb. Er ist kleiner und leiser geworden und mit 75 Newtonmeter Drehmoment auch besonders antrittsstark. Bosch bietet ab Mitte 2020 ein Software-Update für noch mehr Kraft an. Damit unterwegs nie der Strom ausgeht, ist das Bosch Doppelakkusystem Dual Battery 1000 oder ab Mitte 2020 wahlweise auch das Dual Battery L25 an Bord. Und mit gleich zwei vollgeladenen Akkus kommt man tatsächlich sehr weit. Bei zurückhaltender Unterstützung und wenn es nicht dauernd bergauf geht, sind 200 bis 270 Kilometer drinnen bis zum nächsten Ladevorgang. Die beiden Akkus sind im Rahmen integriert und lassen sich mit demselben Schlüssel ver- und entsperren wie das Abus Bordo Alarm Faltschloss. Sehr praktisch. Die Akkus können sowohl am Fahrrad als auch nach Entnahme extern aufgeladen werden. Am Testrad, ein 25 km/h Pedelec Dual Battery 1000, war das Bosch Kiox Display montiert, das angenehm klein ist und mit einem besonders gut lesbaren Display ausgestattet ist. Alle relevanten Fahrdaten, eigene Leistung, Herzfrequenz, Akkuladung, Reichweite etc. können hier abgerufen werden. Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Aufzeichnung und Auswertung von Trainingsdaten. Das Testmodell Super Delight GT Roloff ist mit einer 14-Gang Roloff-Nabenschaltung mit einem sehr breiten Übersetzungsbereich ausgerüstet. Zudem werden die Gänge elektrisch geschaltet, was auch im Stand Gangwechsel ermöglicht. Und wenn man das Fahrrad zum Stand abbremst, schaltet das System automatisch auf einen per Voreinstellung gewünschten Gang hinunter. Nächstes Special ist der Gates Carbon-Riemen, der anstelle einer klassischen Kette zum Einsatz kommt. Schmutzige Beine oder Bekleidung gehören damit der Vergangenheit an. Zudem glänzt der Carbonriemen mit Wartungsarmut und Langlebigkeit. So viel Technik und Power müssen solide abgebremst werden. Das passiert hier mit einer hydraulischen Magura MT4 und MT5 Scheibenbremsanlage. Die vorne montierte MT5 verfügt über ein besonders leistungsfähiges Vierkolbensystem. Selbstredend ist eine hochwertige Lichtanlage verbaut und das Abblendlicht ist stets aktiviert. Es gibt einen Schalter für den Wechsel auf Fernlicht. Sobald gebremst wird, leuchtet hinten das Bremslicht auf. Mit den 27,5 Zoll Rädern und der Schwalbe Supermoto-Bereifung ist man ebenfalls sehr hochwertig ausgerüstet. Überhaupt trägt hier jede einzelne hochwertige Komponente zum überzeugenden Gesamtfahrerlebnis bei. Das rund 32 kg schwere Super Delight fährt wie auf Schienen, bremst vorzüglich und federt souverän über Unebenheiten hinweg. Auch verschiedene Zubehöroptionen für Transportlösungen sind erhältlich, vom kleinen Frontgepäckträger mit Flaschenhalter bis zu unterschiedlichen Heckgepäckträgervarianten. Nach einer 90 Kilometer Tour in ebenem Gelände hatte das Test Super Delight 1000 noch eine Akkukapazität von 52%. Zusammenfassend empfiehlt sich das Riese und Müller Super Delight als E-Bike für alle Fälle, egal ob Freizeit oder Beruf. Es kann durchwegs überzeugen und ist auch in verschiedenen Ausführungen erhältlich und mit interessantem Zubehör individuell zu verfeinern. Wer sich vom hohen Preis, unser Super Delight GT Roloff Dual Battery 1000 kostet ab 8.269 Euro, nicht abschrecken lässt, wird mit diesem E-Bike viel Freude haben.
und die hochwertigen Komponenten zusammen mit der guten Verarbeitung versprechen überdurchschnittliche Langlebigkeit obendrein.